Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Nasenvideo. Ich habe mal wieder eine Überraschung vor die Nase gelegt bekommen. Ich habe einen Xbox 360 Controller in der Hand, höre so ein bisschen Melodie, die ich überhaupt nicht einschätzen kann. Und werde angetippt, das heißt, ich soll die Augen aufmachen und... Oh, ich sehe einen Typen, der gerade eine Schrotflinte nachlädt. Okay, das sieht relativ alt aus. Aber... Eigentlich hatte ich mit der Nase besprochen, dass wir keine Waffenanalyse-Videos zu Spielen machen, die wir nicht kennen, die so alt sind. Was hat der da? Das sieht aus, als hätte der jetzt eine Kipplaufflinte, so eine Doppelflinte, und würde da jetzt ganz viele Patronen reintun. Das sieht merkwürdig aus. Okay, was mache ich? Ich würd mal sagen, ja, jetzt wo ich schon davor... Das sieht mega komisch aus, die Bewegung. Jetzt wo ich schon davor sitze, na, kann ich es auch machen. Ist okay. Also wir haben eine Schrotflinte. Was haben wir für Tasten? Okay, die Schultertasten machen nichts. Okay, Vorderschaft, Repetierflinte, A. Okay, das sieht aber... Habe ich irgendwo Munition oder so? Okay, ich muss jedes Mal neu drücken. Also er repetiert, Vorderschaft, Repetierflinte. Ohne Schaft und eben sah das doch so aus, als wäre eine Kippflinte. Ja, jetzt weiß ich auch, warum die Nase das ausgesucht hat. Das scheint ein Spiel zu sein, was schon die Waffen relativ gut darstellt. Beziehungsweise nicht, denn... Eigentlich hat man entweder eine Vorderschaft-Repetierflint oder man hat eine Kippflint. Okay, was haben wir noch? B? Okay, Waffe wegstecken, Waffe holen. Okay, ich kann die Waffe wegstecken. Gut, zu wissen. Und springen. Okay, das war knapp. Wahrscheinlich nach oben drücken. Ah ja, okay. Es scheint relativ realistisch zu sein. Wenn ich springe, dann muss ich die Waffe wegtun. Okay, wo muss ich hin? Da unten hin? Okay, das ist ein Stein. Hier geht's nicht weiter. Ja, dann springen wir mal da hoch. Hä? Springen wir da eben A? Ach, nach oben drücken. Okay, gut. Okay, wir sind hier so ein Muskeldude. Okay, ich kann mich auch wieder fallen lassen. Wir sind scheinbar so ein Muskeldude mit langen schwarzen Haaren, einer zerrissenen Jeans, Springerstiefeln und einem Feinripphemd. Hat der auch Senfflecken auf dem Feinripphemd? Oh, ach, wenn ich hier nach oben drücke, dann verstecke ich mich. Keiner sieht mich. Keiner sieht mich. Ist aber relativ hübsch animiert. Was ist denn das? Das sieht aus wie Super Nintendo. Okay, wer seid ihr? Hallo? Oh, du hebst den Kopf. Hallo, geht's dir gut? Could it be? Are you the chosen one? Ja, keine Ahnung. Okay, ich kann mich ducken. Oh, ich kann Rolle machen. Dummelskopf. 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 Okay, wieder ernst sein. So, okay, kann ich euch irgendwie losschießen oder so? So, da kann ich mit dir nochmal reden. Save yourself, while there is still time. Okay, geht's hier auf Zeit oder was? Ja, von mir. Ups. Oh, scheiße. Okay. Verdammte Kacke. Ah, das Spiel gibt's ja scheinbar auch. Okay. Ja, jetzt erinnere ich mich. Okay. Ja, ihr seid jetzt wahrscheinlich nicht mitgekommen, aber keine Sorge, ich komme genauso wenig mit wie ihr. So. Wo soll ich da anfangen? Ich kenne dieses Spiel. Ich habe dieses Spiel vor Jahrzehnten wahrscheinlich mal... Also ich meine, dass es dieses Spiel ist. Ich habe dieses Spiel vor Jahrzehnten... Keine Ahnung, wie alt war ich da? Sieben? Sieben oder acht muss ich da gewesen sein. Da war ich bei einem Kumpel zu Besuch. Also... Das war der Sohn von einer Freundin von meiner Mutter, da war ich halt zu Besuch. Wir waren damals so ein paar Kinder. Also unsere Eltern kannten sich. Unsere Eltern hatten halt einen großen Bekanntenkreis und wir Kinder kannten uns. Und wir Kinder waren in etwa alle gleich alt. Und aber eine von diesen Freundinnen, die war halt älter und der Sohn war auch älter. Der war immer, ich glaube, so... 5 Jahre älter als wir und der hatte dann auch schon so coolere Sachen, sowas wie, der hatte schon relativ früh, hatte der schon eine Gaspistole, relativ früh war einer der ersten, ich kannte, der schon eine Software hatte und der hatte einen Super Nintendo und der hatte allerdings neben dem Super Nintendo auch noch einen PC und auf dem PC hatte er ein Spiel, was er total cool fand und dieses Spiel, ich kann mich genau daran erinnern, man hat halt immer diese Typen, die halt irgendwie an den Ketten, also die so an Ketten festgemacht sind, also die beiden Dudes hier.
Und dann läuft man rum und kann diese Typen erschießen. Und ich fand das damals so als, ich glaube, 7- oder 6-Jähriger total krass. Boah, du läufst da durch so einen Keller und da sind halt Typen, die festgemacht sind und die kannst du halt wegschießen und so weiter. Und das Nasentier hat es mal wieder geschafft, dieses Spiel zu finden. Das gleiche war ja schon bei Shadowrun, wo ich schon nicht mehr geglaubt habe, dass es das gibt. Aber bei dem Spiel, genau, jetzt erkenne ich es. Also immer diese Typen, die so Y-förmig da so festgemacht sind. Bei dem Spiel habe ich wirklich gedacht, das wäre eine Fails Memory. Da habe ich wirklich gedacht, ich glaube, Schrotflinte wegstecken. Ja, richtig. Bei dem Spiel hier habe ich wirklich ohne Scheiß gedacht, das gibt es gar nicht. Ich habe echt gedacht, das wäre eine Fails Memory. Oder ich habe einfach irgendwie nicht die... Okay, wie in Jurassic Park, wenn man nach unten drückt, hebt man Sachen auf. So, Tür aufschießen. Ist das überhaupt eine Tür? Und hier sieht man nochmal relativ cool seine Schrotflinte, seine Forschungsrepetitivflinte. Ist aber garantiert eine Tür. Brauche ich einen Schlüssel oder sowas? Au! Ja, okay. Oh, lol, so kann man es natürlich auch machen. Okay, ist das ein Schlüssel? Nee, Granate geht genauso gut. So. Ich habe echt gedacht, das Spiel gibt es nicht. Obwohl, ist das jetzt PC oder Super Nintendo? Okay, Ork? Was hat er? Er hat irgendwas, damit schießt er zweimal, dann muss das einmal repetiert werden. Nee, es muss viermal geschossen werden und dann einmal repetiert werden. Kann mir bitte jemand in den Kommentaren erklären, wie das waffentechnisch funktionieren soll? Ah nein, so flit. Da lacht er auch noch. Weg mit dir, du Troll. So, oh Gott. Das hat eine relativ komplizierte Steuerung. So, springen wir A, ne? Oh, knabber die Wurz. Was ist das? Ist das irgendwie ein magischer Kompass oder so? So, geht das hier weiter oder muss ich hier zur Treppe? Ah, diese drei Pfeile, die zeigen mir aber, dass ich nach da muss. Egal, ich gehe einfach mal weiter. Relativ cool, also ich bin stolz auf die Nase, dass sie das gefunden hat. Und ich glaube, diese Zeichensprachensymbole, die stehen für Super Nintendo. Oder Nase hat gerade Zez gesagt. So, wie mache ich diese Tür auf? Granate irgendwas. Ist es oben? Ja, scheinbar. So, Schrotflinte. Ach, ich lass mich raten, das ist so ein Deckungssystem, oder? Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Was ist denn das überhaupt für ein... Okay, da ist ein Dude. Okay, wir wissen ja, auf Y macht man Türen auf. So, hast du einen abgekriegt? Ich würde dich nämlich ungern... Bleib hier, ich tue dir nichts. Versprochen. Free the last. Take this potion, brother. Thank you, friend. Wir sehen aus wie Indianer. Okay, jetzt habe ich einen Potion. Was mache ich damit? Ach, lass mich raten. Ah, okay. Das, was Counter-Strike und Call of Duty bis jetzt nicht hinbekommen haben, dass man mit langen Waffen keine Treppe hochgehen kann, das hat dieses alte Spiel hier. Was ist denn das jetzt eigentlich? Na egal, ich spiel's erstmal. Entschuldigung, gerade verschluckt. Ich spiel's erstmal so lang. Achso, lass mich raten. Du kannst auch mit Schrotflinte. Er kann mit der Schrotflinte nicht durch eine Tür gehen, okay? Das wird ein Ork. Oder ein Troll. Kann ich nach unten schießen? Nee, ich kann mich ducken. Das hatte ich so nicht vor. Schnell umdrehen. Ah ja, wie ich gedacht habe. Man nimmt hier Deckung, wie in Jurassic Park. So, Tür öffnen. Das ist aber auch relativ cool, das Spiel. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ah, Schrotflinte. Okay, jetzt muss ich mich wahrscheinlich Deckung... Das ist aber auch ein cooles Deckungssystem für so ein 2D-Spiel. Und er geht genau immer in Deckung, wenn ich schieße. So, jetzt muss er pumpen. Ah, sehr gut. Ah, Schrotflinte wegstecken, damit ich auch springen kann. Oh, sehr nice. Es macht irgendwie Bock, das Spiel. Es ist hochinteressant. So, lass mich raten, wieder hier. Y. So, wir die Flinte rausnehmen. Ich habe aber von dem Spiel nie mehr gesehen als das hier. Ich habe das nur... Ich glaube, das war auch, ich glaube, die Mutter von meinem Kumpel damals, also von dem älteren Kumpel, die war auch immer so, ey, hier, halt mal die kleinen Kinder von deinem Zeug da fern. Und der durfte auch er durfte den Rechner auch nicht anmachen, wenn wir dabei waren. Und er hat das dann nur ganz kurz gezeigt, ja, hier. Aber dazu muss man sagen, obwohl er so viele Waffen hat, ich glaube, er hatte eine Gasknarre, eine Software hatte er. Er...
er war auch gar nicht mal so aufgeregt. Boah, geil, guck mal hier, Leute, hier eine Knarre und so weiter. Er war auch immer relativ entspannt, was das anging. Und ich glaube, ein anderer Kumpel hat genervt, dass er mal den PC zeigen soll. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein PC war. Ich glaube, ich glaube, das muss 1997 gewesen sein. Was hast du 1997 für ein PC? Und also seine Familie hatte auch nie viel Geld. Ich glaube, er hatte so einen totalen, das war schon, als er den hatte, so ein totaler Gammel-PC. Das muss irgendwie so ein X84 oder X86 gewesen sein. Vielleicht so ein 286, 386, sowas. Ich glaube, sowas, wo noch nicht mal Doom drauf läuft, hatte er. Denn zu dem Zeitpunkt müsste es eigentlich schon Doom gegeben. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Und ein anderer Kumpel von mir, der hat dann genervt, dass er das PC zeigen soll. Und der hat dann gesagt, ja, okay, mache ich halt PC an. Und hat er uns kurz diese Szene gezeigt, wie man hier startet und wie man halt diese angeketteten Leute erschießt. Mehr habe ich von dem Spiel nie gesehen. Okay, wenn ich nach oben drücke, geht der Aufzug nach oben. Passwort FBWC, brauche ich mir gar nicht aufschreiben. Ist ja im Stream. Ach, das heißt, man hat hier auch wieder so ein Passwortsystem. Wahrscheinlich ist in dem Passwort dann auch irgendwie eingebettet, wie viel Leben man hat. Obwohl, wie viele Kombinationen fürs Passwort gibt es? Das waren 5 Buchstaben, 5 mal 25 Buchstaben im Alphabet. Ich hoffe, das sind eine Menge. Okay, hast du was zu sagen? Ich glaube, die muss man gar nicht erschießen, oder? To escape bombs, it is better to avoid them than be nimble. Oh, roter. Ah, scheiße. Castlevania-Trick. Oh, funktioniert. Übrigens, Meme Castlevania-Trick ist einfach, wenn. Okay, es wird trotzdem noch berechnet. Okay. Okay, auf A schieße ich. Ich vergesse das immer wieder. So, Deckung. Schießen. Geht er an mir vorbei? Ja. Komm raus. Fuck. Ich glaube, er ist schon was härter. Okay, er macht dieses Ding und schießt danach sofort. Das Kampfsystem ist nicht übel. Okay, 2 Schuss. Das ist nice. Also, ich finde dieses. Es gibt ja sonst diese 2D-Shooter, wo du ballerst, ballerst, ballerst und du ballerst alles ab und so weiter. Und das mit dem Deckungssystem ist richtig geil. So, Huste rausgeschnitten. Ja, ich kann auch. So, ich glaube hier, Y. Ach, ist das das Gleiche? Aber ich kann gar keine Bomben mehr machen. Wahrscheinlich kann man Bomben nur benutzen, wenn man vor Türen steht. Okay, der steht mir ein bisschen sehr nah. Geh mal da weg. Patrouillier mal. Sei mal so wie die Dinger in Donald Duck. Ach so. So, hochspringen. Sagte hochspringen. Spring da hoch. Geil. Er springt einfach gegen die Wand. Ah, lol. Aber ich möchte gerne da hochspringen. Aber wenn ich nach oben drücke, gehe ich in Deckung. Ah, hier. Schrotflinte raus. Deckung. Ah, sehr gut. Wie viel Leben hat man denn? Jetzt habe ich wieder die Dinger. Das ist ein Aufzug. Den benutze ich mal noch nicht. Oh, Entschuldigung. Sorry. Ich dachte, du wärst ein Gegner. Okay, Potion. Moment, was soll ich? Ach, hier kann ich wechseln. Hier kann ich das Ding da gegen den Potion wechseln. So. Au, es hat schon wehgetan. Mach mir das irgendwie Fallschaden? Okay, was haben wir hier? Ah, da kann ich nicht weiter. Sowas aber auch. Könntest du bitte wieder aufstehen? Continue. Oh, das sieht ungesund aus. Und hier sehen wir nochmal seine Flinte. Das scheint irgendwie so die Entwickler. Es sieht so aus, als hätten die Entwickler nicht den Unterschied gekannt zwischen Vorderschaft-Repetierflinte und Kippflinte. Ah, er ist hier wieder. Achso, solange ich in Deckung gehe, kann ich meine Schrotflinte nicht ziehen. So, komm. Immer abschießen, wenn die gerade repetieren und ihm fällt sein Helm vom Kopf. Ah, hier kann ich was aufsammeln. Was ist denn dieser komische Kompass? Was mache ich denn eigentlich damit? So, wir sind hier. So, Sesam, tu dir öffnen. So, er ist hier. Hier muss man ein bisschen kompliziert machen. Schrotflinte weg. Nach oben drücken und springen.
Ah, nicht ganz. Jetzt hat er so einen anderen Satz gemacht. So. Yo. Jetzt warten, bis er weg ist. Dann hoch BA. Verpiss dir. Geh mal weg. Hoch B. Nee, erstmal hoch. So, erstmal Schrot von drauf. Hallo? Wie geil. Er hat mich einfach darunter geschubst und lacht mich dann aus. So, nochmal. Nein, nicht gegen die Wand, da oben. Oben hin. Nein, da oben hin. Wie geht denn das? Ah. Nee, dann. Vielleicht bin ich nicht lange an der Kante. Hier? Jetzt bin ich wieder hier. Übrigens ist das noch nicht mal ein Sidescroller. Das ist so ein statisches Ding. Und zwar Mario und so weiter, das sind ja Sidescroller. Die scrollen ja zur Seite. Wieso kriegt das denn jetzt nicht mehr hin? Okay, Tummelskopf kann er immer noch. Wie war denn das? Habe ich doch eben geschafft. Also Schrotflinte habe ich keine. Gut. So, bei A springt er nach oben. Ne, bei A springt er geradeaus gegen die Wand. Und wenn ich nach oben drücke, geht der Typ in Deckung. Ach, ich muss genau hier stehen. Okay, jetzt muss ich warten, bis er weg ist. Hoch. B. A. Und dann Deckung gehen, falls der schießt. Sehr schön. So, ich würde mal sagen, diesmal nehmen wir den Aufzug nach unten. Geht aber weit nach unten. Eigentlich möchte ich doch bestimmt aus dem Verlies raus und nicht tiefer rein. Ah! So, Entdeckung. Obwohl, an die Skelette... Ich glaube, an das Skelett kann ich mich doch auch noch erinnern, oder? So, Entdeckung. Ich hoffe, der hat keinen Nahkampfangriff. Kann ich mich an dieses Skelett erinnern? Kann ich das auch von der Wand schießen? Nee, mit dem kann ich nichts machen. Ich kann mich halt wirklich nur an diese Typen erinnern, die wirklich angekettet an den... So, Schrotflinte weg. Der wirklich angekettet an den Wänden hing. Das ist auch das Einzige. Ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, dass es hier irgendwelche Orks... Gah! Was geht denn mit ihnen hier? Was ist denn das? Ist das da oben so ein Troll? Oh, hat da jemand vielleicht bei Blizzard geklaut? Grüne Orks und blaue Trolle? Und was machen... Ach so, die arbeiten hier irgendwie in der Mine oder sowas. Hallo, ich bin von der Gewerkschaft. Wie lange stehst du hier schon? Ich muss das überprüfen. If I only had a bomb, I could escape the guard. Ich hab Bomben, warum hast du keine? Okay, dann stellen wir uns mal dem Guard. Das ist wahrscheinlich das Letzte, was wir in diesem Video tun. Seine Deckung. Okay, er hat einen Nahkampfangriff. Schrotflinte raus. Ja, das war nicht gut. So, Schrotflinte ziehen war B, ne? B? So, dann wechseln wir uns mal immer ab. Mal gucken, wer erst aus dem Takt kommt. Oh, wir sind gleichzeitig kaputt gegangen. Ich habe nämlich einfach versucht, Bombe zu drücken, so als würde ich eine Tür aufmachen wollen. Und dann hat er auch einfach ohne Tür die Bombe geworfen. Das ist natürlich auch praktisch. Ich sehe aber, das Video geht schon über 20 Minuten. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken von... Wie auch immer. So, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren, dann könnt ihr einen anderen Kanal abonnieren, dann könnt ihr eins von meinen Videos gucken und ein anderes Video gucken. Und dann würde ich mich noch ganz herzlich über Follower bei Twitter und Instagram freuen. Dann nochmal, ja, bis dann.